Der Egghead Arc hat fast seinen Höhepunkt erreicht. Noch nie gab es so viel Tumult in der One Piece Welt. Sabo, der Mary Joa bei der Rettungsaktion von Kuma für Chaos gesorgt hat. Blackbeard hat mehrere ehemalige Samurai der Meere besiegt, darunter auch Trafalgar Law. Außerdem hat seine Crew sehr viel Chaos in der Welt von One Piece angerichtet. Außerdem hat Shanks bei dem Konflikt mit Kid seine gesamte Crew mit einem Schlag ausradiert. Auf Egghead kam es zum Kampf erstmalig mit den fünf Weisen, die unbesiegbar erscheinen. Und aktuell ist Vegapunk kurz davor, die Geheimnisse der Weltregierung zu veröffentlichen. All diese Ereignisse führen unweigerlich zu einem umfangreichen Anstieg der Kopfgelder in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Und genau diese Kopfgelder versuche ich jetzt meiner Meinung nach zu predikten. Wir fangen in chronologischer Reihenfolge an, dementsprechend mit der Revolutionsarmee und deren Rettungsaktion auf Mary Joa. Um genauer zu sein, geht es um die drei Kommandanten und Sabo. Ihre aktuellen Kopfgelder sind einfach unfassbar gering und fast schon lächerlich, wenn man bedenkt, dass die Revolutionsarmee eigentlich der Hauptfeind der Weltregierung darstellt. Dennoch behaupte ich, dass die Kopfgelder drastisch ansteigen werden, da sich die Kommandanten der Revolutionsarmee ziemlich gut in einen Kampf mit den Admirälen gehalten haben. Außerdem wurde Sabo nach dem Vorfall zum Flammenkaiser getauft und weltweit zu einem Helden. Bei den Kommandanten stelle ich mir eine gleichmäßige Kopfgelderhöhung vor. Da sie eine hohe Position in der Revolutionsarmee besitzen und zudem eine gewisse Stärke verfügen, mit der sie sogar gegen Admiräle kämpfen können, gehe ich von einer Erhöhung von 800 Millionen Berry pro Kopf aus. Somit hätten alle drei Kommandanten ein Kopfgeld von über einer Milliarde. Kommen wir nun zur Nummer 2 der Revolutionsarmee, Sabo. Er hat die Ermordung von König Cobra mit angesehen und außerdem hat er noch die Teufelskräfte der fünf Weisen erspähen können. Dazu kommt es noch, dass er von der Existenz Imus erfahren hat, was ihn für die Weltregierung sehr gefährlich macht. All das führte ihm zu dem Titel des Flammenkaisers. Sein altes Kopfgeld beträgt lächerliche 602 Millionen Berry. Sein Kopfgeld ist eines der Kopfgelder, die mit am meisten einen riesigen Sprung machen werden. Ich glaube nämlich, dass sein Kopfgeld höher ausfallen wird als das jetzige von Ruffy. Sabo sein Kopfgeld schätze ich auf 3,51 Milliarden Berry. Die nächsten auf meiner Liste sind die Blackbeard Piraten. Sie haben nach den Strohhüten den meisten Ärger in der One Piece Welt verursacht. Sie haben Jagd auf einige Ex-Samurai der Meere gemacht, unter anderem Boa Hancock, aber auch Gecko Moria, der sich eigentlich fast schon selbst ausgeliefert hat. Außerdem hat Blackbeard Law und seine Crew besiegt. Kusan hat ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt. Zu einem hat er die Big Mom Piraten besiegt und auch noch Pudding gefangen genommen, aber auch seinen ehemaligen Lehrmeister Garp besiegt. Unter anderem waren aber auch die Blackbeard Piraten auf Egghead. Dabei hat sich Katharina Devon dank ihrer Teufelsfrucht die Gestalt von Saturn angeeignet. Da aber Kusan und Blackbeard selbst mehr im Vordergrund standen, habe ich nur ihre Kopfgelder erhöht. Als ehemaliger Admiral der Marine besitzt Kusan aktuell gar kein Kopfgeld. Dennoch kann man bei ihm mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass sein Kopfgeld eins der höchsten Kopfgelder in der gesamten One Piece Welt sein wird. Er hat wie bereits erwähnt die Big Bomb Piraten ganz leicht besiegt. Dazu hat er noch den Helden der Marine besiegt. Und dass er ein ehemaliger Admiral war, macht ihn auch noch gefährlicher für die Weltregierung. Deshalb schätze ich sein Kopfgeld auf 3,5 Milliarden Berry. Als nächstes haben wir Blackbeard. Er wird in der Zukunft einer der größten Gefahren für die Weltregierung. Seine Abstammung, sein Name und seine Kräfte sind allesamt außergewöhnlich bedrohlich für die Weltregierung. Zudem hat er Law und weitere Ex-Samurai ganz einfach besiegt. All dies wird ihm eine hohe Kopfgelderhöhung verschaffen. Sein aktuelles Kopfgeld beträgt 3 Milliarden 996 Millionen Berry. Ich glaube, er wird von den Kaisern vorerst das höchste Kopfgeld haben. Ich schätze sein neues Kopfgeld auf 4 Milliarden 870 Millionen und 200.000 Berry ein. Der nächste auf meiner Liste ist Kaiser Shanks. Von ihm hat man nur mitbekommen, dass er sich jetzt erstmalig in Bewegung setzt, um das One Piece zu finden. Außerdem kam es zum Konflikt zwischen ihm und Eustace Kidd, der nur nach einem einzigen Angriff eine verheerende Niederlage einstecken musste. Da er an sich nichts gegen die Weltregierung unternommen hat, kann man nicht von einem hohen Anstieg ausgehen. Aktuell hat er ein Kopfgeld von 4 Milliarden 48 Millionen und 900.000 Berry. Sein neues Kopfgeld würde ich auf 4,5 Milliarden Berry setzen. Bevor wir zur Strohbande kommen, gibt es noch weitere Charaktere auf Egghead, die vermutlich ein neues Kopfgeld bekommen werden. Als erstes haben wir da die Riesenpiratenbande, angeführt von Boogie und Woogie. Da sie sich mit in den Kampf gegen die fünf Weisen eingemischt haben und aktiv versuchen, die Strohhüte bei ihrer Flucht aus Egghead zu helfen, werden ihre Kopfgelder mit Sicherheit ansteigen. Ihre aktuellen Kopfgelder betragen jeweils 100 Millionen Berry. Ich könnte mir bei ihnen wieder vorstellen, dass sie wie beim letzten Mal ein gleiches Kopfgeld bekommen werden. Ihre Kopfgelder würde ich auf 1 Milliarde Berry schätzen. Als nächstes wäre da Vegapunk. Er ist aktuell sehr schwer verwundet und kämpft gerade um sein Leben. Sollte er aber das überleben und mit dem Strohhüten flüchten, wird er ein hohes Kopfgeld bekommen. Da er viele Geheimnisse der Weltregierung kennt, macht ihn das zu einer ähnlichen großen Gefahr wie Nico Robin.
Außerdem ist er der beste Wissenschaftler in der gesamten One Piece Welt. Seine Technologien sind nicht zu unterschätzen. All das wird sich auf sein Kopfgeld auswirken. Deshalb schätze ich sein Kopfgeld auf 2,4 Milliarden Berets. Vegapunks Bodyguard Sentomaru wird höchstwahrscheinlich auch danach sein erstes Kopfgeld bekommen. Obwohl er ziemlich schnell von Rob Luke G besiegt worden ist, darf man ihn nicht unterschätzen. Außerdem kann er durch seine Verbindung mit Vegapunk ebenfalls die Geheimnisse der Weltregierung kennen. Deshalb schätze ich sein Kopfgeld auf 400 Millionen Berets. Dann hätten wir noch Kuma und seine Tochter Bonnie. Obwohl Kuma eigentlich keine Persönlichkeit mehr haben dürfte, hat er sich trotzdem auf irgendeine Art und Weise auf den Weg gemacht, um seine Tochter Bonnie zu retten. Sollte es Kuma gelingen, seine Persönlichkeit wieder zu erlangen, wird er zu einer großen Gefahr für die Weltregierung, die man nicht unterschätzen darf. Deswegen würde ich sein ehemaliges Kopfgeld von 296 Millionen Berets um 1 Milliarde erhöhen. Und somit hätte er ein neues Kopfgeld von 1 Milliarde 296 Millionen Berets. Bei Bonnie wiederum sieht die Situation etwas anders aus. Da sie damals von der Weltregierung als Druckmittel gegen Kuma verwendet wurde, hatte sie einen bestimmten Wert für die Weltregierung. Da dies nun nicht mehr der Fall ist, könnte ein Kopfgeldanstieg möglich sein. Wir wissen bereits, dass sie eigentlich noch ein Kind ist, kann sich aber dank ihrer Teufelsfrucht in eine Erwachsenenform verwandeln. Bonnie ist auch eine potenzielle Kandidatin, die der Strohbande beitreten könnte. Sollte dies der Fall sein, wird ihr Kopfgeld ohnehin steigen. Zudem hat sie die Befehlsgewalt über alle Pazifistas und ist in der Befehlskette sogar über den 5 Weisen. Bonnie hat aktuell ein Kopfgeld von 320 Millionen Berets. Gehen wir mal davon aus, dass sie den Strohhüten beitritt, würde ich ihr Kopfgeld auf 920 Millionen Berets setzen. Jetzt kommen wir mal zu den Strohhüten. Nicht alle Strohhüte sind in den Kämpfen verwickelt. Deshalb werden einige von ihnen wieder die gleiche Kopfgelderhöhung bekommen. Nach dem Kampf gegen Kaido gab es eine allgemeine Erhöhung von 300 Millionen Berets. Dieses Mal glaube ich aber, dass die Erhöhung um einiges höher ausfallen wird, da sie gegen die Weltregierung bzw. die 5 Weisen direkt kämpfen. Deshalb würde ich die allgemeine Erhöhung der Kopfgelder auf 500 Millionen Berets festlegen. Fangen wir mit dem niedrigsten Kopfgeld an. Chopper hat aktuell das niedrigste Kopfgeld der Strombande mit 1000 Berets. Da er keinen Kampf hatte und nicht besonders aufgefallen ist, wird er weiterhin von der Weltregierung als Haustier wahrgenommen. Deshalb würde ich sein Kopfgeld auf 10.000 Berets schätzen. Nami, Brook, Franky und Lysop haben letztes Mal alle eine Erhöhung von 300 Millionen Berets bekommen. Ich gehe davon aus, dass es dieses Mal genauso ablaufen wird, nur mit eben einer Kopfgelderhöhung von 500 Millionen Berets. Somit würden die neuen Kopfgelder wie folgt aussehen. Namis Kopfgeld steigt von aktuell 366 Millionen Berets auf 866 Millionen Berets. Brooks Kopfgeld steigt von 383 Millionen Berets auf 838 Millionen Berets. Frankys Kopfgeld steigt aktuell von 394 Millionen Berets auf 894 Millionen Berets. Und zum Schluss sollten wir dann Lysops Kopfgeld, das aktuell 500 Millionen Berets beträgt, das auf 1 Milliarde steigen wird. Die nächste wäre Nico Robin. Sie stellt mit Vegapunk eine der größten Gefahren für die Weltregierung dar. Deshalb wird sie auch einen größeren Kopfgeldanstieg haben wie die anderen Strohhüte. Ihr aktuelles Kopfgeld beträgt 930 Millionen Berets. Ihr Kopfgeld würde ich nach dem Egghead Arc auf 1 Milliarde 530 Millionen Berets schätzen. Als nächstes hätten wir Jinbei. Eigentlich war Jinbei auf Egghead eher im Hintergrund. Dennoch verfügt er über eine große Stärke und ist nicht zu unterschätzen. Da von ihm eine große Gefahr ausgeht als die bisher genannten, bekommt er meiner Meinung nach eine größere Kopfgelderhöhung. Deshalb wird Jinbeis Kopfgeld von aktuell 1,1 Milliarden Berets auf 1,8 Milliarden Berets steigen. Jetzt kommen wir zum Monster Trio. Als erstes haben wir Sanji. Er hat bis jetzt ein paar Schlagabtausche mit Kizaru und den 5 Weisen gehabt. Damit konnte er seine Kraft der Weltregierung beweisen. Nach dem Egghead Arc wird Sanji auch wieder das dritthöchste Kopfgeld in der Strohbande besitzen. Sanji hat ein aktuelles Kopfgeld von 1 Milliarde 32 Millionen Berets. Meiner Meinung nach steigt sein Kopfgeld auf 1 Milliarde 832 Millionen Berets. Und somit wäre er wieder über Jinbei. Der nächste auf meiner Liste ist Zoro. Zoro wird nach Ruffy den größten Kopfgeldanstieg haben. Er konnte Eki und Rob Luki von der CP0 locker besiegen. Bei ihm bin ich mir ziemlich sicher, dass er einen Kampf mit Nuzuru, einem der 5 Weisen, bekommen wird, der aktuell Bonnie und Franky angreift. Bei diesem Kampf wird die Weltregierung erfahren, dass er nach Ruffy die größte Gefahr darstellt. All das wird sich in seinem Kopfgeld widerspiegeln, das einem Vizekapitän eines Kaisers würdig ist. Zoro hat ein aktuelles Kopfgeld von 1 Milliarde 111 Millionen Berets. Nach dem Egghead Arc wird er meiner Meinung nach ein Kopfgeld von 2 Milliarden und 11 Millionen Berets besitzen. Kommen wir nun zum Captain der Strohhüte, Ruffy. Er hat auf der Egghead-Insel gezeigt, dass er ganz oben mitspielt und konnte Kizaru und Saturn aufhalten. Zudem konnte er Kizaru großen Schaden anrichten. Er konnte sich selbst, als alle 5 Weisen anwesend waren, noch ziemlich gut behaupten. Obwohl er keinen der 5 Weisen bis jetzt in einen Kampf besiegen konnte, kann man bei Ruffy einen großen Kopfgeldanstieg erwarten. Im Gegensatz zu Law und Kid, die ebenfalls ein Kopfgeld von 3 Milliarden Berets besitzen, wurde er nicht besiegt. Mit seinem neuen Kopfgeld wird er sich auch deutlich von den anderen beiden abheben und den Kraftunterschied verdeutlichen.
Ruffy besitzt aktuell ein Kopfgeld von 3 Milliarden Berry. Meiner Meinung nach wird sein neues Kopfgeld auf 4 Milliarden Berry ansteigen. Das waren meiner Meinung nach alle Kopfgelder nach dem Egghead Arc, die erhöht werden. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie eure Kopfgelder aussehen würden. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ciao und tschüss.